Ja, servus hier. Um 6 Uhr in der Früh. Jetzt ist da ja schon ganz finster bei der Busremise Wifi. Und jetzt seht ihr ja schon, was für Verkehr da ist. Nicht nur von den Erdgasbussen her, die jetzt im Laufe des in der Früh halt eingesetzt werden, sondern auch die Leute, die da zur Arbeit kommen, dann gehen die Schranken auf, weil irgendwelche Leute zum Arbeiten herkommen, also ganz viel. Jetzt stehe ich glaube ich erst 10 Minuten da und es sind schon 50 Autos an mir vorbei. Ja, und jedenfalls da ist die Ausfahrt, die Busremise, also die Erdgasbusse, weil die Doppelgelenksbusse können da ja nicht fahren. Ja, und da fahren die Busse nach allen Linien hin. So, jetzt fokussiert er wieder nicht ganz super. Also das war jetzt zum Beispiel die Linie 19, vorher war Linie 12 und ein paar Schnellbuslinien sind vorher auch schon rausgefahren. Also da fahren wirklich alle Linien außer. Beginnen tut es da schon um 5 Uhr in der Früh, nur da ist jetzt noch nicht so viel los wie jetzt da um 6 Uhr. Deshalb bin ich extra um 5 Uhr aufgestanden für das Video. Und ja, also manche fahren auch gleich auf die Autobahn auf, in diese Richtung, aber manche fahren auch in das Stadtinnere hinein, zum Bulgarienplatz zum Beispiel, also in die Richtung fahren die dann. So. Ja, und von den neuen Bussen weiß man eigentlich auch noch nichts, also jetzt die nicht die Doppelgelenksbusse, sondern die neuen O-Busse. Es sind zwar schon, ich glaube, 7 Stück da, 101 bis 107, irgendwie sowas. Aber wann die jetzt genau einsatzbereit sind, das weiß ich noch nicht. Jedenfalls abgemeldet ist ja, habe ich gesagt, die Erdgasbuslinie 301. Und jetzt ist auch noch neu dazugekommen die Nummer 311. Also es sind jetzt schon 2 Autobusse abgemeldet. Ja, aber ich hoffe ja doch, dass dann die neuen O-Busse bald einmal fahren werden. Und was ich jetzt noch mehr hoffe, dass ich noch ein wenig Busse filmen kann. Weil wegen 2 Busse ist es ein wenig warm. Da seht ihr, was da für Stau ist von den Autos her. Ein Wahnsinn. Und das sind so Wellen, manchmal kommt gar kein Auto, manchmal kommen 15 Autos hintereinander. Ah, da kommt wieder einer. Ja genau, und der 374er ist auch gerade ausgefahren, warum ich das sage. Der hat das einzige von den Bussen eine orange LED-Anzeige da oben. Alle anderen sind in grün. Ah, das ist die Linie 18, okay. Ich muss da glaube ich noch was mit dem Fokus nachstellen, der fokussiert nicht richtig. Also ganz mit dieser Kamera habe ich es noch nicht heraus, das muss ich auch sagen. Aber irgendwann wird es schon gehen. Jetzt habe ich es ja schon 2 Monate oder gut 2 Monate. Irgendwann werde ich es da zusammenbringen. Naja, und jedenfalls so geht es dazu bei der Busremise beim Wifi. Gut, dann sage ich jetzt schon wieder Servus. 3 Erdgasbusse haben wir gefilmt. Passt. Dann Servus und bis zum nächsten Mal. Da dann sie übrigens das Gebäude wegreißen. Und da kommt sowas hier, das gehört dann auch zum Wifi, also zur Linzer G. Ich weiß nicht mehr was, das ist so ein Kundenzentrum oder irgendwas. Da reißen sie jetzt schon fleißig an. Ja, der fokussiert ja überhaupt nicht. Was ist denn los? Naja. Na gut, dann aber jetzt bis zum nächsten Mal.